Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Timberborn. Und wir haben schon wieder einen verletzten Biber. Meine Güte, nee, die sind aber auch anfällig, die lieben Kleinen. Ja, Eisenproduktion sollte jetzt laufen. Denke ich, da wird eifrig gewerkelt. Und genau, noch müssen wir hier das Laufrad benutzen. Und hier sind unsere Freunde schon dabei, die entsprechenden Wasserräder zu bauen. Das erste ist fertig. Und ist ganz munter dabei, wie man hier so sehen kann. Hatte ich das eigentlich gemacht? Oh, das wollte ich auf jeden Fall. In die Priorität setzen oder beziehungsweise die Priorität erhöhen. Das macht Sinn. Okay, was brauchen die? Holzscheite. Jeweils eins. Gebäude benötigt Materialien. Das werden wahrscheinlich hier wieder mal, ja genau, das mit dem Grill sein. Das ist immer mal wieder, dass da so ein bisschen Leerlauf ist. Das ist nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall genug zu essen. Wir haben Beeren, wir haben Brote, wir haben Grillkartoffeln, wir haben jede Menge Karotten und ja gut, Kastanien hin und wieder mal. Baustelle fehlt Materialien. Das ist dann also ja, das ist dieses Teil. Genau. Da fehlen jetzt noch 4 Metallblöcke. Das ist auch weiter kein Problem. So, was ist hier los? Das Teil ist voll. Was hatte ich da? Was wollte ich da sammeln? Ich glaube, diese. Genau, Löwenzähne. Und Medizin. Ja, das mit der Medizin, das dürfte sich erledigt haben. Aber auch das ist nicht das große Problem. Das ist alles in den Griff zu kriegen. Und wunderbar, hier werden jetzt entsprechend die Achsen gebaut. Manchmal eben. So, kurz mal frei rausspawnen. Oh, das geht hier zack. Schlag auf Schlag. Sehr gut. Da wird am nächsten Rad gefeilt. Der ist aber recht schwungvoll unterwegs. Was ich mit den anderen vergleiche. Boah. Dann ist die Idee hier entsprechend die Industrie zu verlagern doch nicht so ganz verkehrt, glaube ich. Was haben wir denn hier Schönes? Wir hätten hier... Da werden Planken produziert. Könnte ich damit beginnen, das Ganze zu verlagern? Nach und nach. Mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Ja. Läuft ganz gut. Ist ausgedacht. Ja, hier werden die letzten Transporte erledigt und ansonsten bereitet man sich auf den Abend und auf die Nacht vor. Da muss dringend noch was gebissen werden. Was gegessen werden vielmehr und ja, unser krankes Biberchen kümmert sich da um seine Verletzungen. War Julien nicht normal krank? Irgendwie sowas meine ich da in Erinnerung zu haben. Na gut. Ich hoffe, Julien wird früh genug wieder gesund. Und ja, mit dem Heiler, das ist noch so ein Punkt für sich. Okay, wie sieht es überhaupt aus? Wir haben 79. Lieberin, was ist hier los? Ein Obdachloser? Ich dachte nicht, Moment sprachlos. Oh. Die sind tatsächlich alle. Uiuiui. Nicht so gut. Ja, dann. Da muss ich aber ran. Das geht natürlich nicht. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
So, ein Obdachloser, das kriegen wir wieder in den Griff. Wohnen ist dieses. Und dann brauche ich hier so eine Doppelhütte. Und die da entsprechend gebaut werden kann demnächst. Habe ich auch Arbeitslose, nur so nebenbei gefragt. 15. Ehrlich? Ich glaube. Kolinen auf einmal her. Ich hatte eigentlich immer Leute zu wenig und jetzt habe ich auf einmal Leute zu viel. Ja gut, dadurch, dass natürlich im Augenblick wieder die Wasserkraft zur Verfügung steht, brauche ich hier die Laufräder nicht zu besetzen. Aber so viel sind das dann auch wieder nicht. Was ist los denn auf einmal hier? 15, sagt er. Moment. Ich habe durchaus Möglichkeiten. Jetzt nicht ganz übertreiben. Ist hier noch irgendwie ja, genau, da auf jeden Fall, das wäre zu empfehlen. Okay, jetzt habe ich noch 9. Die halte ich auch erstmal so. Ja, wunderbar. Dann kann ich hier ihn aus seiner Tretmühle befreien. Energieeinspeisung 45, maximal 200 PS, 21%. Gut, ich habe da im Augenblick auch nur ein Wasserrad. Da kommt dann noch ein bisschen was. Hier mal auf Pause. Gerade um nee, das hatten wir schon mal, ne, dass ich hier geschaut habe, besteht irgendwie die Möglichkeit, vorhandenes Material rauszubekommen, ne, aber das geht wohl nicht, beziehungsweise das machen die erst, wenn die entsprechenden Ressourcen benötigen. Irgendwie so egal. Jetzt natürlich die Überlegung. Ah, da ist das zweite. Fertig. Am dritten wird gerade geschraubt. Das ist die Überlegung, wo genau setze ich das Teil jetzt hin? Sägewerk. Direkt daneben. Boah. Unbedingt so gut, weil ich brauche ja dann auch noch dieses Rad, obwohl das kann man ja durchaus machen. Was mich viel mehr umtreibt, ist die Sache hier mit dem Gelenk. Hier, ich muss ja dann einmal so um die Ecke. Beziehungsweise muss ich gar nicht. Folgender Plan. Ich will das hier austauschen. Da kommt dann hier, ich muss mal rein so machen sollen. Und hier so eine Schnittstelle rein. Und dann setze ich daneben das andere Gebäude.
mir nur überlegen, wie ich das dann hier mit dem Laufrad mache. Weil ich glaube nicht, dass ich mit einem Laufrad zwei Moment. Ah, auch da wieder. Direkt daneben gar keins. Hey, ich mache das komplett anders. So, ich warte gerade mal die Zeit so ein bisschen ab. Der Abend rückt heran. Das heißt, die Produktion hier dürfte jetzt in Stand gekommen sein. Da sind alle Wasserräder fertig. Das heißt, ich kann das jetzt hier gefahrlos austauschen. So, das Moped hier erstmal weg. Jo. Und dafür dieses Teil da dran. Ja klar, gut, das braucht natürlich jetzt auch seine Zeit, bis das gebaut ist, aber egal. Folgender Plan. Dann brauche ich ein weiteres Laufrad. Energierad, meinetwegen auch das. Das müsste dann da dran. Und so. Sie ist gerade. Schieben kann man es nicht mehr, nachdem man es einmal gesetzt hat. Ist vorbei. Ja, toll. Ja. Das heißt, ich muss erstmal. Nee, Moment, umlegen. Das war schon nicht verkehrt. Energierad. Lass mal gucken, das muss erstmal rotieren. Oh, da hab ich. Moment, Augenblick, wieso geht das nicht? Bin ich blind? Ach, nee, ich habe mich vertan. Alles gut. Ich kann das doch hier hinsetzen. So. Da war der Denkfehler. Ich habe mich da irritieren lassen an dieser von dieser komischen Markierung da. So. Einmal das Teil weg. Jo. Und dafür das Teil da dran. Moment. Hier. Boing. Erledigt. So, dann habe ich hier zwei Energieräder und demnächst. Moment. Zeit nehmen, das ist wichtig, aber die Sachen hier müssen relativ zügig passieren. Und dann kann ich hingehen und sagen, Sägewerk. Nein, nicht Getriebewerkstatt. Verdammt, Busch im Hals. Sägewerk, so jetzt aber. Das kann ich. Hier platzieren. Okay. Und jetzt geht's los mit dem Stänger da. Sollte es funktionieren. Das ging relativ zügig hier, meine Herren. So, überraschend, überraschend. Mal. Zweimal. Dreimal und noch einmal. Cool. Gar nicht wahr. Das Ding ist falsch. Da habe ich wieder kurz gedacht. So ein Verbindungsstück. Ich brauche etwas.
dieser Art. Oder vielleicht sogar besser noch in dieser Art. Schauen wir mal. So. Damit halte ich mir nämlich jetzt alle Möglichkeiten offen. Es könnte hier noch ein weiteres Produktionsgebäude dran flanschen. Ich könnte hier noch ein weiteres Produktionsgebäude dran flanschen. Beispielsweise ein weiteres Sägewerk. Ja, ich habe hier vorne ja auch zwei. Das soll auf Dauer weg. Die Holzschale sogar schon raus. Sehr gut. So, die Banken müssen sowieso wieder auch verbraucht werden. Und genau. Das bleibt erstmal noch. Käme dann aber auf Dauer weg. Wie man hier sieht, ne, also hier die Wasserräder, die sind wesentlich flotter unterwegs als jetzt hier so die drei. Ne, die beiden hier, ja, aber das eine hier, das ist ja nur mehr oder weniger schleicht da so rum. Das kann dann da auch komplett weg. Und hier müsste ich mir dann noch was einfallen lassen. Vielleicht sogar noch eine weiteren Bereich. Moment, da müsste ich mal ganz kurz intervenieren. Das kann nämlich weg. Jo. So, ja, das kann auch komplett weg. So. Haben wir das. Erst einmal. Also diese Anlage hier, die wird jetzt demnächst stillgelegt und wird dann hier durch das noch zu bauende Sägewerk ersetzt werden. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass hier noch weitere Produktionsstätten angeflanscht werden können über die Energieversorgung. Und ich überlege sehr stark, ob ich nicht hier noch weitere Wasserräder irgendwie unterbringe, sei es, dass ich die vielleicht hier anbringe, wenn das geht, oder hier so. Ich muss mal gucken, wie die am besten passen. Zur Not auch hier. Die kann man ja dann hier in dieses System mit einspeisen. Die gewonnene Energie. Ja, dann müsste ich mal schauen, wie ich das hier am besten hinkriege. Nur mal so mit dem Auge schon mal geguckt. Platz her würde es passen. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob die sich in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflussen. Hier, wenn ich die hier so in der Nähe von den, direkt in der Nähe von den anderen habe, aber ins Gehege kommen sie sich nicht. Zur Not würde ich sogar hingehen und würde hier das hier weiter versetzen. Damit fange ich an. Ich gehe mal so weit wie möglich rüber. Dann setze ich da, genau, das machen wir so. Das ist keine schlechte Idee. Ich brauche dann hier eine, nee, gar nicht wahr. Anders du und deine Knickaugen, ne? So, Moment nochmal verschieben. Wie gesagt, kann man ja hier nichts. Einmal gesetzt ist gesetzt. Zum Glück ist hier noch was gebaut worden. So, jetzt aber. So, Bad. Zack. Und dann. So. Das Ganze möglichst zügig bitte schön erledigen. Ja, jetzt erst. Cool. Dann wird hier der Übergang geschaffen. Das kommt dann hier weg. Und dann habe ich entsprechend Platz gewonnen für eventuell weitere Räder. Momentchen mal eben. Energie. Wasserrad, also hier, das sollte funktionieren. Und
Seite. Eventuell könnte ich dann nämlich hier noch weitere unter... Ah, nee, das geht nicht wegen dem Weg. Gar nicht mal wahr. Das kriegt man, glaube ich, hin. Das kriegt man, glaube ich, hin. Auf jeden Fall machen sollte jetzt schon mal. Also überlegt, also ich kann hier Sachen bauen. Ich brauche ja dann sowieso noch so ein Laufrad und so weiter und so fort. Der muss weg. Und hier muss Energie. Da reicht jetzt so etwas. Das muss nur in Position gebracht werden. Auch hier bitte schön. Schnell ran. Und ja, dann auch so lange wieder in Betrieb, solange das Teil hier noch nicht dran ist. Puh, tausend Dinge zu beachten, was ist hier los? Achso. Ich habe schon gedacht, ich habe das wieder verkehrt gemacht. Das ist schon so einen leichten Schweißausbruch. Jetzt aber. Damit können die Teile benutzt werden. Für den Fall des Falles, dass das hier mit dem Bauen etwas länger dauert. So, habe ich denn noch genügend Leute? Ich habe 8 Leute rumlaufen. Ich habe hier mal keine Meldung, dass irgendjemand krank ist. Dafür wurden neue Leute geboren. Ist auch niemand mehr obdachlos. Das heißt, das Gebäude hier ist auch fertig. Sehr gut. Oh, was ist denn hier passiert? Wir haben einen Heiler. Das ist sehr, 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 sehr schön. Grübel. Überleg. Ja, das machen wir so. Moment. Das war der Bereich Speicher. Kleines Lagerhaus. Zack, bumm, da drauf. Dann benötigen wir eine Plattform. Eine Treppe und natürlich einen Pfad. So. So, da. Moment, Moment, Moment. Alles aus-X'en. Was ja mit den Lagern so wunderbar funktioniert. Der Begrenzung. Ich werde da noch 10.000 Mal drauf umreiten, weil mich das einfach ärgert. So, Moment, alles weg damit. Bis auf Medizin, das bleibt natürlich. Alles andere. Ist uninteressant. Zunächst mal. So. Ja, 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 jetzt mal nicht herummeckern. Medizin, alles klar, gut. Dann hätten wir hier halt die, hätten wir hier den Löwenzahn und dann wird jetzt hier demnächst Medizin eingelagert werden können. So. Heute hier noch irgendwas anderes, ich glaube nicht. Als doch immer Pech gehabt. Das war das. Cool. Hier läuft soweit alles. Ich glaube,
Teile jetzt erstmal in Rente schicken. Da wird schon eifrig produziert, das ist wunderbar. Flanken, dafür ist der Bereich zuständig. Kann das sein? Ja, unter anderem. Okay. So. Da ich das jetzt hier nicht mehr brauche, kann ich das schon mal abreißen. Einen Moment. Tausend Dinge, die hier gleichzeitig getan werden müssen. So, diese Runde, aber auch hier die letzte Tat. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt alles weg hier. Das ist alles nicht mehr gut. So, das natürlich auch. Erledigt. Sehr gut. Ja, cool. Dann haben wir doch so einiges hier gemacht. Wie sieht es hier aus? Wir haben keine Holzscheide mehr. Dafür haben wir 13 Planken. Die müssten vielleicht mal irgendwie anderswo gelagert werden. Aber da fehlt mir, glaube ich, momentan noch die entsprechende Lagerkapazitäten. Ja, Mann. Dann war das doch eine für mich zumindest sehr erfreuliche Runde. Keine Ahnung, wie es für euch war. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem auch so euren Spaß. Und wir schauen mal, wie es so in der nächsten Folge weitergehen wird hier mit unserer neuen Hoffnung. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.